Führung ist nichts anderes wie gegenseitige Beeinflussung. Und diese Beeinflussung findet Niederschlag in einer sozialen Buchführung. Mal angenommen, wir könnten über Vertrauen ein Konto führen. Wie, wodurch und wann zahlen Sie auf das Vertrauenskonto ein? Und wie, wann und wodurch buchen Sie ab? Sie werden schon ahnen, Einzahlungen sorgen für Vertrauen, Abbuchungen erzeugen Misstrauen. Ja, das Startkapital besteht aus Mut und Empathievermögen. Mut, sich auf die verschiedenen Beziehungen zu Kollegen, Mitarbeitern und Kunden einzulassen, und Einfühlungsvermögen braucht es, um herauszufinden, mit welchem Typ Mensch habe ich es auf der anderen Seite zu tun. Ist mein Mitarbeiter, Kunde, Kollege eher misstrauisch oder tut er sich leicht, vertrauensvoll in eine Beziehung hineinzugehen? Wir können, beziehungsweise es gibt viele verschiedene Maßnahmen, mit denen wir Vertrauen auf- und ausbauen können. Hier ein paar wenige, mehr dazu finden Sie in meinem neuen Buch Vertrauen entscheidet, die vergessene Basis der Führung. Erscheint bei Haufe gegen Ende August 2019, ist es soweit. Seien Sie Vorbild. Gehen Sie, Sie sind als Führungskraft in einer Machtposition, gehen Sie in Vorleistung, schenken Sie den Menschen, Ihren Mitarbeitern Vertrauen und damit machen Sie sich gleichzeitig zum Vorbild. Reflektieren Sie für sich, wie schaut Ihr Vertrauenskonto aus, denn wir können das Vertrauenskonto führen für uns selbst und eben für die Beziehung zum Beispiel zum Mitarbeiter, zum Kollegen oder zum Kunden. Was belastet Ihr Vertrauenskonto? Das können zum Beispiel Prägungen sein, das können Erfahrungen und Erlebnisse aus der Vergangenheit sein. Wie definieren Sie überhaupt Vertrauen? Woran erkennen Sie denn, dass Ihnen jemand vertraut? Und was haben Sie für Erwartungen an eine vertrauensvolle Beziehung? Und sprechen Sie mit Ihrem Mitarbeiter genau über diese Fragen. Klären Sie die Erwartungen des Mitarbeiters an die Beziehung, an die Zusammenarbeit. Neben Selbstreflexion und dem Thema Vorbild sein, seien Sie fair. Wenn Sie mal einen Fehler machen, dann geben Sie ihn auch zu, vertuschen Sie ihn nicht, sondern stehen Sie zu Ihrem Fehler. Denn genau das wird Ihnen Ihr Mitarbeiter als fair auslegen und damit zahlen Sie auf jeden Fall auf Ihr Vertrauenskonto ein. Ja, mehr zum Thema Vertrauen immer wieder in der nächsten Zeit hier auf meinem YouTube-Channel. Daher vergessen Sie nicht, diesen zu abonnieren und sich jetzt sofort ein Exemplar meines Buches Vertrauen entscheidet zu sichern. Unten im Text finden Sie den Link zum Buch. Und jetzt viel Vertrauen, Vertrauen in sich selbst und in andere.